Mehr als 550.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, knapp 100.000 Milchkühe und über 13.000 Mitarbeiter. Das sind die beeindruckenden Eckdaten, um eines der größten Agrarunternehmen der Welt zu beschreiben. Willkommen zu Teil 2 unserer Kurzfilmreihe rund um Ecosem Agrar. Willkommen in Russland. Im Auftaktfilm haben wir uns unter anderem die Getreideernte bei der Ecosem Agrartochter Econiva angesehen und hierfür verschiedene Standorte rund um die Stadt Liski in der russischen Schwarzerde-Region besucht. Die Zuschauer unserer internationalen Landtechnikvideos.de Agrardokus werden diese Region von den Filmaufnahmen wiedererkennen. Die Felder sind riesig, der Boden ist fruchtbar. Den Mähdreschern und Ballenpressen dicht auf den Fersen sind die Bodenbearbeitungsgeräte. Auf diesem 2,3 Kilometer langen Feld arbeiten zwei John Deere 8320R mit Vedastar Topdown. Econiva setzt die Topdown Universalgrubber in Arbeitsbreiten von 5 bis 9 Metern ein. Große Arbeitsbreiten werden bevorzugt, jedoch sind die Straßen rund um manchen Standort auch in Russland sehr schmal, weswegen die Geräte dann hin und wieder etwas kleiner ausfallen müssen. Weiter geht es für uns zu einer 100 Hektar Stoppelfläche oberhalb des Don. Das Ziel der Agronomen ist es, mit solch einem 9000er John Deere und 9 Meter Grubber in 24 Stunden zwischen 150 und 200 Hektar zu bearbeiten. Oft teilen sich zwei Mitarbeiter solch einen Dienst. Die Flotte des gesamten Unternehmens Econiva ist gigantisch und umfasst etwa 1500 Traktoren. Die großen Knicklenker der 9er-Serie von John Deere bringen es bei Econiva auf 1500 bis 2000 Motorstunden jährlich. Die kleineren 8er leisten sogar bis zu 4000 Stunden pro Jahr. Aus dem europäischen Teil Russlands geht es für uns nun für einen kleinen Abstecher nach Fernost, zum östlichsten Standort von Econiva in der Nähe der 1,5 Millionen Einwohnerstadt Novosibirsk. Bis hierher sind es von Liski über 3000 Kilometer. Von filmischer Seite betrachtet ist Sibirien unübertroffen. Schon mehrfach haben wir hier für unsere Agrardokus gedreht. Bei diesem Besuch ist es Ende August und die Erbsenernte läuft. Die Ertragserwartungen fallen unter allen Econiva-Standorten in Sibirien am niedrigsten aus. Trotz der auch hier noch oft vorkommenden Schwarzerdeböden sind die kurze Vegetationsperiode und das kontinentale Klima ein harter Taktgeber für den Ackerbau. Hektar bewirtschaftet Econiva mittlerweile in Sibirien. Seit 2006 ist das Unternehmen hier in Fernost aktiv und hat sowohl bei der Ackerfläche als auch der Anzahl Milchkühe rasant zugelegt. 13.000 Kühe werden hier in drei Milchviehanlagen in modernen Laufställen gehalten. Um einen Eindruck der Milchproduktion bei Econiva zu vermitteln, haben wir im ersten Kurzfilm bereits mehrere der 62 Standorte besuchen dürfen. Mit über einer halben Million Tonnen Rohmilch im Jahr 2018 und einer geplanten Menge von 800.000 Tonnen im Jahr 2019 ist Econiva gleichzeitig Europas und Russlands größter Rohmilcherzeuger. Seit 2018 forciert man in der Ecosem Unternehmensgruppe zudem mit riesigen Schritten den Ausbau der Wertschöpfungskette hin zur eigenen Milchverarbeitung und Vermarktung. Es existieren bereits mehrere große Molkereien und Verarbeitungsanlagen, beispielsweise in den Regionen Kaluga, Woronesch und Novosibirsk.
Mit hochmoderner Produktions- und Abfülltechnik werden verschiedene Milchprodukte, Quark und Desserts hergestellt. Am Standort in Sibirien entsteht gerade eine Molkerei mit einer Verarbeitungskapazität von über 1000 Tonnen pro Tag. Auch Käse soll hier für den russischen Markt und den Export aus der eigenen Milch hergestellt werden. Vor allem Asien hat man im Auge. Schon bald sollen die Milchprodukte unter der Marke Econiva auch beispielsweise in China im Einzelhandel auftauchen. Der große Kopf hinter Ecosem Agrar ist nach wie vor der gebürtige Deutsche Stefan Dürr. Er hat das Unternehmen von der Pike an aufgebaut und ist sehr häufig an seinen weit über Russland verstreuten Standorten anzutreffen. Selber ist Dürr übrigens auf dem 15 Hektar großen elterlichen Bauernhof in Baden-Württemberg aufgewachsen. Stefan Dürr ist ebenfalls Gründer, Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender der Ecotechnica AG. Der Landmaschinenhandel mit 540 Mitarbeitern und zahlreichen Standorten ist russlandweit tätig. Ecotechnica hat seinen Hauptsitz in Dechino, südlich von Moskau, und gehört zu den drei größten John Deere-Händlern Europas. Auch hierher sind wir gereist und sind schon bei der Ankunft beeindruckt von der Größe des Geländes und den Gebäuden. Viele Reparaturarbeiten werden aufgrund der enormen Distanzen direkt beim Kunden durchgeführt, aber trotzdem gibt es in der Werkstatt in Dechino immer noch viel zu tun. Die Aus- und Weiterbildung ist in der gesamten Unternehmensgruppe übrigens ein großes Anliegen. Hier in Dechino lagern Ersatzteile in einem Gesamtwert von etwa 3 Millionen Euro. Über die gesamte Ecotechnica hinweg sind es etwa 20 Millionen Euro. Neben der Hauptmarke John Deere, die in Russland exklusiv vertrieben wird, verkauft das Unternehmen auch Landmaschinen der Marken Vedastad, Grimme, Fliegel und JCB. Mit Econiva hat man sicherlich einen sehr guten Kunden. Hier laufen beispielsweise Dutzende solche Radlader und alleine über 300 Teleskoplader. Südlich von Moskau endet diese aufwendige Kurzfilmproduktion rund um eines der größten Agrarunternehmen der Welt. Vorerst, denn wir wollen diese Filmreihe unbedingt fortsetzen und weitere Eindrücke aus den ländlichen Regionen Russlands vermitteln. Wenn du mehr über Ecosem Agrar erfahren möchtest, dann öffne die Website oder besuch den Messestand des Unternehmens auf der Agritechnica oder der Eurotier in Hannover. Wenn dir dieser Film gefallen hat, unterstütze uns mit einem Like dieses Videos und natürlich mit deinem Abo unseres Kanals hier auf YouTube.